Wahnsinn. Oh. Willkommen im Morgenland. Wie sieht's denn hier aus? Von den Palmen und den Sandhaufen bis hin zu den Beduinenzelten ist das hier ja die perfekte Kulisse für die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Da hat aber jemand ein sehr verkitschtes Bild vom Orient. Da ist ja sogar ein echtes Kamel. Ja, mein Vater hat erzählt, dass Mr. Bankura alles sammelt, was mit orientalischen Märchen zu tun hat. Oh, es wäre ja eigentlich ganz schön gewesen, wenn dein Vater dir auch gesagt hätte, was für einen Auftrag dieser exzentrische Sammler für uns hat. Ja, das wollte er nicht verraten. Ach. Ja, guck mal. Da kommt jemand. Im Morgenmantel. Und mit orientalischer Kappe mit Bombe. Es ist ein Fes. Ein Fes, ja. Aha. Ihr müsst die drei Detektive sein, die mir dieser nette Mann von unserem Filmteam empfohlen hat. Das ist richtig, Sir. Peters Vater teilte uns mit, dass Sie ein Problem haben, das eines namhaften Detektivteams bedarf. Und ob ich ein Problem habe. Ich kann vor lauter Stress kaum arbeiten. Aha. Dabei habe ich die Hauptrolle in dem Abenteuerfilm Der Todeskuss der grünen Mumie. Aber setzt euch doch. Auf diese edlen Kissen? Aber ja. Ich hoffe, Scheherazade stört euch nicht. Nicht im geringsten. Mit Kamelen haben wir so eine gewisse Erfahrung. Ja. Sehr schön. Oh. Meine Haushälterin wird uns gleich Tee servieren. Ja. Also, wie können wir Ihnen helfen, Sir? Mir ist etwas entlaufen. Ein Kamel? Nein, ein Djinn. Ein was? Ein Djinn. Es handelt sich um den Geist aus einer Wunderlampe. Und meiner ist mir entlaufen. Bitte, Sahib. Vielen Dank, Mrs. Fox. Wären Sie so nett, meine Wunderlampe aus dem Salon zu holen? Aber gern. Wir bedienen uns schon selbst. Dankeschön. Danke. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Sache mit dem Djinn ernst meinen? Aber sicher. Todernst. Ich hänge unglaublich an meinem Lampengeist. Ja, dann wäre es gut, wenn Sie uns erklären, wie Sie zu dem Djinn gekommen sind, wie er aussieht und seit wann Sie ihn vermissen. Es begann alles auf einer Auktion. Die Lampe, Sahib. Das ist nett. Sie können gehen. Ich wollte schon immer eine echte Wunderlampe besitzen. Und als ich dieses Exemplar gesehen habe, war es um mich geschehen. Ich habe so lange geboten, bis alle anderen aufgegeben haben. Ja, ein echter Sammler also. Anstatt die Lampe in die Vitrine zu stellen, habe ich sie überall mit hingenommen. Ich wollte sehen, ob sie wirklich verzaubert ist. Ja. Und tatsächlich, in der dritten Nacht erschien der Djinn in meinem Schlafzimmer. Oh, Sie haben nachts an dieser Lampe gerieben und plötzlich kam ein Geist raus? Nicht wirklich, oder? Oh nein, nein. Aladdin musste das tun, um den Geist zu aktivieren. Aber dieses Exemplar hier reagiert nicht. Ist das nicht herrlich, Leute? Sonne pur und ein unendlich langer Tag am Strand, der auf uns wartet. Was bildungstechnisch und im Hinblick auf den ökonomischen Umgang mit deinen geistigen Ressourcen nicht allzu klug ist, Peter. Bitte? Das hört sich ja gerade so an, als gäbe es gegen Faulenzen irgendwas einzuwenden, Erster. In Maßen spricht sicher nichts gegen Untätigkeit. Aber man sollte seine grauen Zellen immer auf einem gewissen Aktivitätsniveau halten. Wie seine Muskeln. Ansonsten kostet es unverhältnismäßig viel Zeit und Mühe, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Natürlich immer vorausgesetzt, man hat welche. Muskeln? Graue Zellen. Ach, du meinst, das Hirn erschlafft dann? So in etwa. Tolle Vorstellung. Und womit trainierst du da, Justus? Was ist denn das für ein alter Wälzer, den du da gerade liest? Ahnenforschung. Aha. Ich versuche herauszufinden, wer meine Vorfahren waren. Ach. Bei meinem Ur-Ur-Urgroßvater mütterlicherseits bin ich bereits angelangt. Er war Fallensteller in Texas, aber bei meinem Ur-Ur-Urgroßvater väterlicherseits hakt es. Ich bin seit Tagen auf der Suche nach Dokumenten, komme aber nicht weiter. Dein
Ur-Ur-Urgroßvater war Fallensteller in Texas? Das steht in dem Buch da? Nein, aber diese Chronik hier gibt mir hoffentlich Auskunft. Vorsicht, Gott! Ah. Ah. Mann, nur. Das gibt's ja nicht. Das war knapp. Um ein Haar hättest du den Mann überfahren. Ja. Sir, wie geht es Ihnen? Steig aus, Dicker. Los doch. Ein Cowboy. Aber, Sir, Sie müssen uns doch nicht mit einem Revolver bedrohen. Wer schreit? Auf die Rückbank mit dir. Beeilung. Du weißt ja, was der sagt, Justus. Also schön. Los, fahr! Ja, gut. Sie sind ein Bankräuber. Na und? Und jetzt brauche ich eure Kutsche, um von hier zu verschwinden. Was? Also los. Und keine Dummheiten. Sir, Sie handeln sich da eine Menge Ärger ein, wenn ich das anmerken darf. Oh, du bist ja ein ganz Schlauer. Und ich danke dir für deine Fürsorge. Wie der Pirat am Ende jetzt diesen Barracuda-Klon und dann diesen Krakenmenschen fertig gemacht hat. Also der Hammer. Ich weiß nicht, Peter. Absolut überzogen. Was? Also an den weißen Hai kommt der Streifen nicht mal ansatzweise ran. Ja, zumindest nicht an den ersten Teil, Kollegen. Ja, ja. Die anderen Teile waren ja nur ein lahmer Aufguss. Die drei Detektive waren an diesem Abend zum ersten Mal im Freiluftkino am Strand von Rocky Beach gewesen und hatten sich das Grauen aus der Tiefe angesehen. Als sich die Jungs querfeldein auf den Rückweg machten, zogen Wolken auf, die sich vor den Mond schoben. Noch ist das dunkel. Also ich fand den Film klasse und... Habt ihr das gesehen? Was denn? Das Licht da oben in dem Haus. Direkt unter dem Dach. Das kann doch gar nicht sein. Das Gebäude steht doch seit Jahren leer. Ich weiß. Das Gloomy Hollow. In dem einsam gelegenen Kasten ist doch vor Jahren auf ungeklärte Weise ein Mann ums Leben gekommen. Hast du das gehört, Justus? Unser Zweiter sieht schon wieder Gespenst. Jetzt, ja. Jetzt sehe ich das Licht auch. Moment mal, ja. Da leuchtet jemand mit einer Taschenlampe. Ah, aus dem Fenster. Ach, guck, seh doch mal. Das ist ein Signal. Ja, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. SOS. SOS, das ist ein SOS-Zeichen. Da braucht jemand Hilfe. Verdammt. Was ist denn? Das Handy ist, es liegt in der Zentrale auf dem Tisch. Na toll. Und keine Telefonzelle weit und breit. Das dauert zu lange. Wir müssen selbst etwas unternehmen. Da rein? Wie, du willst denn dieses Haus? Und wenn das eine Falle ist? Das werden wir herausfinden. Kommt, los! Das Gartentor. Das ist nur angelehnt. Da ist irgendjemand reingegangen. Wir gehen zum Haus. Los! Die Haustür steht offen. Rein da. Aber... Los jetzt! Da seid ihr ja. Kommt Hallo. Rein, Jungs. Hallo, was ist Neues? Wir gehen ins Wohnzimmer. Ja. Hier? Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder einen Fuß in dieses Haus setzen würde. Es gibt immer ein zweites Mal, Peter. Setzt euch doch. Danke, okay, danke. Ja. Oh, hier hat sich seit meinem letzten Besuch kaum etwas verändert. All die ausgestopften Tiere, die einen mit ihren Augen zu durchbohren scheinen. Die waren mir schon als Kind unheimlich. Mhm. Vor allem das Kaninchen da mit den roten Augen auf dem Kaminsims. Ja, und der Marder da. Guck mal, der da. Der ist ja noch gruseliger. Mhm. Es ist nett von euch, dass ihr diesen Fall übernehmen wollt. Sie sagten am Telefon, dass wir etwas Verstecktes suchen sollen, Mrs. Floyd. Darin haben wir viel Erfahrung. Wie ich euch schon erzählt habe, ist meine Mutter kürzlich verstorben. Ja. Sie war Klavierlehrerin und hat bis zuletzt Unterricht gegeben. Mitten in einem Stück von Chopin ist sie vom Hocker gekippt.
Du hast sie ja kennengelernt, Peter. Ja, ja, allerdings. Meine Mutter wollte früher unbedingt, dass ich Klavierstunden nehme. Mhm. Jeden Donnerstag musste ich herkommen, ob ich wollte oder nicht. Eltern. Meine Mutter war sehr sparsam, um nicht zu sagen geizig. Nach dem Tod meines Vaters hat sie viel Geld von seiner Lebensversicherung bekommen. Und sie hat kaum einen Cent davon ausgegeben. Aber als mein Mann und ich letzte Woche bei ihrer Bank waren, haben wir erfahren, dass ihr Konto fast leer ist. Von dem Geld fehlt jede Spur. Meine Mutter muss es bereits vor Jahren abgehoben haben. Ach, denken Sie, dass es hier im Haus ist? Das würde zu meiner Mutter passen. Sie hat den Banken nie getraut. Hm. Und wir sollen nun herausfinden, wo das Geld ist? So ist es. Ich habe in jeden Schrank und jede Schublade gesehen. Hm. Sogar unter der Matratze habe ich nachgeschaut. Da ist kein Geld. Ihre Mutter könnte ihr Vermögen auch in anderer Form angelegt haben. Eventuell in Aktien. Wir haben das natürlich sofort überprüft. Aber Fehlanzeige. Meine Mutter hat das Geld weder auf der Bank eingezahlt, noch irgendwelche Anlagen getätigt. Sie hat nicht mal eine Immobilie besessen. Dieses Haus hier hat sie günstig auf den Straßen des beschaulichen Städtchens am Pazifik. Wir, die drei berühmtesten Söhne der Gemeinde, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, sollten im Rahmen einer hochoffiziellen Feier die Anerkennung für unser Lebenswerk erhalten. Seit nunmehr über 60 Jahren jagen wir den Bösewichtern hinterher. Und selbst in unserem fortgeschrittenen Alter übernehmen wir noch hin und wieder einen Fall. Und wie in jungen Jahren bringen wir stets zu Ende, was wir einmal angefangen haben. Kein Ganove ist uns bisher durch die Maschen gegangen, auch wenn uns bei unseren Ermittlungen mittlerweile das eine oder andere Zipperlein Schwierigkeiten bereitet. Und dafür, dass wir unermüdlich für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen von Rocky Beach gekämpft hatten, sollten wir an diesem Abend unseren verdienten Lohn erhalten. Wobei keiner außer den Verantwortlichen wusste, wie dieser Lohn aussehen würde. Auch wir, die drei Fragezeichen, nicht. Eine Urkunde, ein Pokal, der goldene Schlüssel der Stadt. Es sollte eine Überraschung sein. Aber bis jetzt waren wir drei älteren Herren nur überrascht, wie lange ein einzelner Mensch am Stück reden konnte. Bürgermeister Sanchez schien am Rednerpult festgewachsen zu sein. Nach einer halben Ewigkeit kam er schließlich zum Kern der Sache. Und so möchte ich nun unseren drei Ehrengästen den Preis überreichen, der ein bescheidener Ausdruck unserer Dankbarkeit sein soll. Er griff in ein Fach des Rednerpultes und holte ein schwarzes Samtkästchen hervor. Rocky Beach hat es sich trotz der angespannten Haushaltslage nicht nehmen lassen, dieses kleine Präsent anfertigen zu lassen. Er klappte die Schatulle zum Publikum hin auf. Ein ehrfürchtiges Raunen ging durch die Gäste und das anwesende Orchester spielte einen kurzen Tusch. »Was ist das?« raunte Bob, Peter und mir zu. »Drei Fragezeichen aus Glas«, sprach Sanchez weiter. »Ein rotes, ein blaues und ein weißes. Aber die Punkte der Fragezeichen sind je ein echter Rubin, ein Saphir und ein Opal.« »Du meine Güte«, entfuhr es mir, »das ist ja...« In dieser Sekunde ging das Licht aus. Mit einem Schlag war es im Saal stockdunkel. Aufgeregte Rufe erklangen. Stuhlbeine kratzten über das Parkett. Schritte waren zu hören. »Ist wer an den Schalter gekommen?« rief jemand. Mehrfaches Klicken. »Nein, das muss die Sicherung sein«, antwortete ein anderer. »Wo geht's hier raus? Mach doch mal einer die Tür auf. Die hier ist zu. Auf der anderen Seite. Hinter dem Orchester ist...« Plötzlich peitschten kurz nacheinander zwei Schüsse durch den Raum. Alle verstummten, aber nur für wenige Sekunden. »Vorsicht!« schrie eine Frau. Jemand schrammte über Geigensaiten. Ein lautes Poltern war zu hören, als fiel jemand zu Boden.
Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo Justus, Kotter hier. Gut, dass du gleich dran bist. Guten Tag, Inspektor. Wo brennt es denn? Ach, es brennt gar nicht. Es schneit. Hä? Und das hier in Südkalifornien. Wir haben praktisch Ausnahmezustand. Darum mache ich es kurz. Könntet ihr mir bei einem grotesken Einbruchsfall unter die Arme greifen? Sofern es in unseren Kräften steht, helfen wir selbstverständlich gern. Um was für einen Einbruch handelt es sich denn? Ja, also genau genommen geht es gleich um mehrere Einbrüche. Ein maskierter Unbekannter ist in vier Häuser eingestiegen und hat zahlreiche Gegenstände entwendet. Aha. Die Taten wurden sehr schnell und mit erstaunlicher Dreistigkeit begangen. Der letzte Einbruch fand sogar mitten am Tag statt. Verstehe. Der Täter kann sich den Luxus dieser Kaltschnäuzigkeit leisten, weil fast alle Straßen durch den Schnee blockiert sind und die Polizei handlungsunfähig ist. Ja, du sagst es. Ha. Solange die Räumfahrzeuge aus dem Inland nicht eingetroffen sind, kann uns der Mistkerl auf der Nase herumtanzen. Inspektor, Sie haben eben erwähnt, dass es sich um einen grotesken Fall handelt. Bezog sich das auf die Unverfrorenheit des Täters oder hatte dieses Adjektiv noch einen anderen Hintergrund? Oh, ein Hoch auf Sherlocks Röntgenohren. Das hätte ich doch fast vergessen. Der Einbrecher trug keine einfache Maske, sondern war als Santa Claus kostümiert. Ah. Komplett mit Rauschebart, Mütze und Mantel. Ach was, ein krimineller Weihnachtsmann also. Ja. Das klingt in der Tat nach einem Fall für die drei Fragezeichen. Gleich nachdem Justus seine beiden Detektivkollegen über Kotters Auftrag informiert hatte, brachen die drei Jungs zu den Einbruchsopfern auf. Die Adressen hatte Justus vom Inspektor erhalten. Nach der Besichtigung aller Tatorte und einem langen Gespräch mit Mrs. Sarah Hayes, die auch zu den Beraubten gehörte, zog Bob ein erstes Resümee. Also, Kollegen, wie es aussieht, wurden alle Einbrüche nach demselben Schema verübt. In zwei Fällen waren die Opfer wegen des Schneesturms bereits wach und wurden deshalb auf die verdächtigen Geräusche im Erdgeschoss aufmerksam. Sie überraschten den Einbrecher im Wohnzimmer bzw. im Hausflur. Der Einbrecher? Hm. Mann, der ganze Schnee fliegt einem ins Gesicht. Horror-Weihnachtsmann trifft es wohl besser. Stimmt. Beide Zeugen berichten von einer schrecklichen Fratze, hauerartigen Zähnen und einem grün verfilzten Bart. Er hat sie mit einem Schürhaken bedroht und sie dann im Schlafzimmer eingeschlossen. Ein echter Albtraum. Und das kurz vor Weihnachten. Die beiden anderen Opfer, die sind erst aufgewacht, als schon alles vorbei war. Die haben aber noch erkennen können, wie eine rot gekleidete Gestalt von ihrem Grundstück geflohen ist. Wow, grotesk. Aber im Gegensatz zu seinem Vorbild arbeitet unser Santa nicht allein. Aha. Nach den Spuren der Umgebung zu urteilen, muss es sich mindestens um zwei, wenn nicht sogar drei Personen handeln, die offenbar exakt nach Plan agieren. Bleib mal kurz stehen. Hä? Was hast du denn, Zweiter? Kollegen, hä? Da vorn hockt jemand im Gebüsch und... Ah! Oh. Der Weihnachtsmann-Zombie! Er hat einen Baseballknüppel! Kopf runter!